Wir haben ja alles besprochen, dann haben wir da, bist du mit deinem Opa hergekommen, Allahu Akbar. Dann sag jetzt die Schahada, das Glaubensbekenntnis, mit der Absicht, den Islam jetzt anzunehmen. Ja? Und in diesem Moment, ja, das ist jetzt die offizielle, du hast das vorher zwischen dir und Allah gemacht, aber jetzt vom Zeugen, beziehungsweise zwei Zeugen, ja, und mit der Absicht, den Islam jetzt anzunehmen, und dann beginnt für dich, inshallah, ein neues Leben. Mach mal. Alle Sünden sind verziehen und alles fängt neu an. Okay? Sag das. Mach dir keine Sorgen, man ist immer ein bisschen nervös dabei. Wenn irgendwas, ich sag dir, aber du hast das eben schon, du kannst die Schahada schon gut vorsagen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. MashaAllah, tabarakallah. Allahu Akbar! Alhamdulillah, super. Bruder, du bist 17? Ja. Yeah. 11. Mai 2021 haben wir heute. Heute vor 20 Jahren habe ich den Islam angenommen. Ey, ich sag dir, es hat mich eben so gerührt, wie ich gehört habe. Ja, wie ich darüber nachdenke. Ich wusste, dein Opa hat mich ja angerufen. Ihr müsst euch vorstellen, sein Opa ist ein alter Freund von meinem Vater. Und der hat mich angerufen und hat gesagt: Ja, dann, mein Enkel, der will den Islam annehmen, der ist ja dann bei dir der richtige Held. Und dann hat er mich angerufen. Das war für mich, boah, ich habe mich so gefreut. Und dann gucke ich heute und bin am Denken, ey krass, heute vor 20 Jahren habe ich den Islam angenommen. Ich war sowas von, das hat mich sowas von gefreut. Wie ist es bei dir dazu gekommen, Islam? Weil da habe ich noch gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt, du hast mir Fragen gestellt auf Instagram. Da habe ich gedacht, weil du hast mich gefragt, wie man betet und wie man die Dua, und dann hast du mir direkt ein Dings geschickt und so, und da habe ich gedacht, und ich, als dann dein Opa mich angerufen hat, dann habe ich dir gesagt, ja, dein Enkel, der soll mich einfach auf Instagram anschreiben. Und dann hast du mich schon nochmal angeschrieben, habe ich gedacht, hä, ach so, ich habe gedacht, der ist schon 100 Jahre dabei. Wie ist das bei dir gekommen? Kurz vor Ramadan habe ich wenig kommentiert, also ich habe es alleine ausgesprochen. Also zwischen dir und Allah hast du das gemacht, ne? Also ohne Zeugen. Ohne Zeugen. Und so immer durch Freunde, die haben mir was erzählt, und da hatte ich Angst vor der Hölle. Ja. Habe ich mich ein bisschen mit dem Alten Testament, Neuen Testament beschäftigt. Also jetzt nicht mehr Sachen, die ich im Kopf habe, aber ich habe mehr Videos geguckt dazu. Ja. Mit allen Religionen immer, schon seit einem Jahr. Allahu Akbar. Das ist genau dasselbe bei mir gewesen. Und übrigens, ich habe auch ungefähr mehrere Monate, bevor ich den Islam angenommen habe, habe ich schon angefangen zu beten. Und bei mir war es auch so, dass ich mich mit allen Religionen beschäftigt habe. Und meistens die Leute, die das machen, die kommen zum Islam, subhanallah. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Und da habe ich den kompletten Koran auf Deutsch übersetzt gehört. Gehört. Ich habe es gelesen damals, ja. Und ich wusste eigentlich, wo ich den Koran kaufe und so, weil nachher ist da irgendwas dann, da habe ich ein bisschen Angst. Da habe ich die falsche Einstellung und dann. Allahu Akbar. Super, super. Ach, super. Da habe ich die ganzen Sorgen gelernt. Achso, du fertig haben, du hast es auch schon gelernt. Ja, ich das, oder glaube ich. Ich lasse. Ich auch. Und dann Kaufter. Kaufter. Ja, ich habe, guck mal, ich habe, bevor ich den Islam angenommen habe, konnte ich fertig haben, Ikhlas und Walasar. Das ist sowas von krasses, dass es so viele Parallelen, das ist ja nicht mehr normal. Guck mal, bei mir leben immer viele den Islam an. Und manchmal ist das so, weil Alhamdulillah, dass viele den Islam annehmen. Aber es gibt dann immer so Geschichten, die für mich dann was Besonderes sind. Ja? Und das ist jetzt für mich was Besonderes, weil ich so viele Parallelen sehe. Und der kommt dann auch mit seinem Opa an meinem 20. Geburtstag in dem Sinne im Islam, wo ich 20 Jahre Muslim bin. Und irgendwie stand mal da, denke ich, boah, krass, ich hatte Tränen in den Augen gehabt. Ne? Ich habe gedacht, boah, 20 Jahre dabei, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Super, ey, ich schenke dir, ich habe hier, die brauchen mir die Bücher nicht zu schenken, ich habe hier noch welche da, kann ich dir mal gute Bücher geben, inshallah. Und wie kann man, also du hast den Koran gehört, du hast dich mit dem beschäftigt. Ja. Und wie bist du dann auf mich eigentlich getroffen? Schon eigentlich, mein Opa, der hat mir früher schon ein bisschen so erzählt. Ach so, ja. Ich habe schon 2 Jahre vorgesprochen. Also jetzt, vor 2 Jahren, habe ich schon immer deine Videos geguckt.
Ich habe mich immer für den Islam interessiert. Ich hatte immer Angst vor der Hölle. Ja. Und, aber im Christentum ist zu viel Gewalt und unrealistische Sachen. Dann sagt man zum Beispiel, dass man Jesus anbeten soll, dann bete das an und so. Und dann habe ich mich immer damit beschäftigt. Aber dein Opa, ne? Dein Opa, guck mal, du musst dir vorstellen, der ist ja ein Freund von meinem Vater. Ja. Da, ich kann mich noch erinnern, da war ich ein kleiner Junge gewesen, vielleicht 5 oder 6 Jahre. Da waren wir bei einer Kickbox-Veranstaltung gewesen, ne? Und da ist eine riesen Massenschlägerei ausgebrochen und ich war mittendrin und dein Opa, der war mit so irgendeinem Jugoslawen, so einem Mafia-Typ, keine Ahnung, man hatte den Tisch über den und ich stand mitten da drin und war am Gucken, war dann der Name von deinem Opa am Schreien. Mein Vater und alle kamen dazu und bam, und er hatte die Tisch über den Rücken zerschlagen. Den kenne ich ja schon. Du musst dir vorstellen, das sind ja Leute aus dem Leben, die bei meinem Vater immer ein- und ausgegangen sind. Total cool. Ich hatte schon mal vor ein paar Monaten, ich glaube, das war im Sommer. Ja. Da wusste ich auch schon, aber da warst du, glaube ich, gerade am Leben. Ach so, ja, super. Da wollte ich auch schon den Fahrer nehmen, aber. Perfekt. Ja, jetzt haben wir es. Allahu Akbar. Ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt geht es weiter und wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Jetzt schenke ich dir ein paar Bücher.